Er war das Sorgenkind seiner Eltern. In der Schule lief es nicht mehr so und die Freunde, mit denen er sich neuerdings herumtrieb, die passten so gar nicht in das Anforderungsprofil, das die Eltern an Freunde ihres Sohnes gestellt hatten. Kleidung, Haartracht zeigte den Eltern, dass diese Jugendlichen einem anderen Milieu angehörten als das ihre. Und dann merkten sie manchmal, wenn der Sohn nach Hause kam, dass er offenbar gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte, also nicht nur Bier und Zigaretten konsumiert hatte. Und auch die Polizei brachte ihn schon manchmal nach Hause. Und sie befürchteten schon das Schlimmste, dass er auf die schiefe Bahn gerät, vielleicht sogar kriminell wird. Und dann auf einer Party, da lernt er ein Mädchen kennen, mit der ist er heute verheiratet, hat zwei Kinder, ist Beamter bei der Stadt und macht Yoga. Seine Freunde von damals würden sagen, er ist ein Spießer geworden. Also genau das, was seine Eltern sich für ihn gewünscht haben. Die Beziehung zu dieser Frau hat diesen Jugendlichen, diesen jungen Mann um 180 Grad gedreht und er ist nicht mehr derselbe, der er vorher war. Beziehungen können viel verändern. Ein Mann, der eine Führungsposition hat und in dieser Arbeit viel Ärger hat, weil er Mangel verwalten muss und weil Menschen nicht verstehen, dass in Mangelsituationen manches einfach nicht mehr geht. Und der manchmal am liebsten hinschmeißen würde, der erzählt, wenn ich so alle paar Monate mit meinen Spätzeln von früher Schafkopf spiele, dann geht es mir danach wieder besser. Denn die einzigen Probleme, die wir an diesem Abend wälzen, ist, ob man jetzt Gras oder Schellen hätte ausspielen müssen. Und wenn wir ein bisschen an Schmarrn reden, legt keiner jedes Wort auf die Goldwaage. Und nach einem solchen Schafkopfabend sieht er alles wieder gelassener und kann sich wieder besser auf die Hysteriker in seiner Arbeit einlassen. Auch hier verändert die Beziehung zu den Freunden diesen Menschen quasi von Grund auf. Und weil es viele solcher Geschichten gibt und Sie bestimmt auch ähnliche Geschichten kennen, deswegen glaube ich, dass das Wesentliche auf dieser Welt und in unserer Wirklichkeit nicht die Dinge oder die Personen an sich sind. Das Wesentliche, das wirklich Wesentliche, das sind die Beziehungen, in die Menschen oder auch Dinge gestellt sind. Das feiern wir ja zum Beispiel auch bei der Eucharistie. Da glauben wir, dass das Brot, dadurch, dass es in eine Beziehung zu Jesus gestellt wird, eben etwas wesentlich anderes wird als Brot. Und wenn Beziehungen das Wesentliche in unserer Wirklichkeit sind, dann ist es vielleicht auch nicht so verwunderlich, wenn die Theologie sagt, der Ursprung der Wirklichkeit, den wir Gott nennen, der muss in sich schon Beziehung sein. Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und warum es in dieser Beziehung drei Pole gibt, das erkläre ich mir so, dass man manchmal den Eindruck hat, dass eine Beziehung, die nur zwischen zwei Polen besteht, dass da noch manchmal zumindest noch irgendwas abgeht. Da gibt es die Menschen, die zwar miteinander gut können, er und sie, aber mit niemand sonst. Und da fragt man sich dann, oder da merkt man dann auch, dass offenbar noch irgendwas fehlt. Aus Ich und Du muss ein Wir werden und das Wir wird es eigentlich in guter Weise nur dann, wenn wir, ich und du, gemeinsam mit einem Dritten in eine positive Beziehung treten. Deswegen wünschen sich ja viele Paare Kinder, wo Mann und Frau dieses Glück versagt bleibt. Manche, die richten diese gemeinsame Liebe, diese Wir-Liebe dann eben auf was anderes. Die engagieren sich vielleicht ganz besonders irgendwo oder die lieben dann ihren Hund abgöttisch, was ja auch was Schönes sein kann. Damit ich und du zum Wir werden und damit quasi diese Beziehung auf diese Wir-Ebene kommt, da braucht es noch was Drittes, einen dritten Pol in dieser Beziehung. Und deswegen sagt die Theologie eben, dass Gott eine Beziehung aus drei Polen, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist.
Schwierig ist dann noch, wenn es heißt Dreieinigkeit. In unserem mathematischen Denken geht es nicht zusammen. Entweder ist was drei oder es ist eins. Vielleicht dürfen wir hier aber nicht mathematisch denken. Vielleicht müssen wir wieder von der Beziehung her denken. In meiner Vorstellung wäre eine ideale Beziehung die, in der die Liebe zwischen denen, die in dieser Beziehung stehen, so stark ist, dass man eigentlich wie eins ist, aber nicht um den Preis, dass alle Unterschiede eingestampft und eingerührt werden, dass gleichgeschaltet wird, sondern dass diese Liebe so stark ist, dass man eins und einig sein kann, ohne dass jeder Pol in dieser Liebe und in dieser Beziehung voll und ganz seine Eigenständigkeit aufgeben muss. Oder anders, vielleicht etwas komplizierter ausgedrückt, eine ideale Liebe, eine ideale Beziehung, die lässt die Unterschiede bestehen, ohne dass die zur Trennung führen. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass Unterscheiden und Trennen nicht dasselbe ist. Ich kann unterschiedlicher Meinung sein wie Sie und trotzdem müssen wir uns deswegen nicht trennen, wenn wir vernünftig darüber reden. Unterscheiden heißt nicht trennen. Und dafür ist diese Lehre von der Dreieinigkeit ein Beispiel. Wir unterscheiden Vater, Sohn und Heiligen Geist, aber wir können sie nicht trennen. Unser Gott ist nicht nur einer, sondern unser Gott ist diese Beziehung aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wenn wir heute das Fest der Dreieinigkeit feiern und uns dem Geheimnis Gottes im begrenzten Rahmen unserer Vorstellungskraft annähern, dann soll das auch nicht nur eine akademische Übung sein, sondern dann kann uns das vielleicht anspornen zu sein, zu überlegen, in welchen Beziehungen wir leben, wie es um diese Beziehungen bestellt ist, ob wir für diese Beziehungen etwas tun müssen und ob es uns gelingt, unsere Beziehungen so zu leben, dass die Unterschiede bestehen bleiben dürfen, ohne dass es deswegen zur Trennung kommt.